Aber das zerschlug sich dann in Warschau und wir schliefen im Studentenheim sehr billig, aßen dort sehr billig und auch sonst. Wir hatten bald ausfindig gemacht, wo man wirklich normal für normale Preise essen konnten. Und obgleich wir noch an einem Nachkongress teilnahmen, 8 Tage, hatten wir Geld übrig. Und dieses Geld, etwa die Hälfte von dem, was man uns gegeben hat, hinterlegten wir in der DDR-Botschaft in Warschau, damit der Deutsche Friedensrat da wieder zurückgreifen kann, wenn er Delegierte oder Freunde nach Polen schickt. Und das war so etwas Außergewöhnliches. Gewöhnlich Delegierte, ob sie von der Regierung oder von der Partei oder von irgendeiner Organisation sind, sorgen dafür, dass sie ohne einen Pfennig von dem ausländischen Geld wieder zurückbringen. Da werden dann Geschenke gekauft und sonst was alles. Ja, so, also das war schon mal bewundernswert für die Esperantisten. Außerdem hatte der Kulturbund, ach so, dazu kommen wir ja dann etwas später. So, also dann hatten wir einen Studenten in Sofia. Und dieser Sofioter Student, Medizinstudent, der war auch ein begeisterter Esperantist. Der intervenierte auch dauernd für Esperanto in der deutschen Botschaft und als er dann hier war, auch in den entsprechenden Stellen. So, und so war das Stein auf Stein. Es kam dann 1963 der Universale Kongress in Sofia. In Sofia, da wurde schon dem Kulturattaché der Auftrag erteilt, den Kongress zu begrüßen im Namen der Regierung der DDR. Der Kulturattaché, der ein bisschen die Lage kannte, hatte das richtig abgelehnt. Denn er sagte sich, wie stehe ich da? Ich begrüße den Kongress und gaukle denen etwas vor. Und jeder weiß hier, wie es steht um Esperanto in Deutschland. Der hatte das eigentlich abgelehnt, hat aber mit uns ständig Fühlung aufgenommen oder wir mit ihm. Und er berichtete über den Kongress in Berlin und sicher sehr gut. Übrigens habe ich hier auch immer sehr ausführlich berichtet über Warschau und auch über Sofia, über die Kongresse und baute so Stein für Stein von dieser Stellung unserer Partei ab. Das Letzte, was nach meiner Sicht dann war, das war wieder so ein blöder Artikel von einem Linguist, Professor an der Hochschule Halle. Tröbes. Tröbel, ja, Professor Tröbel. Und dieser Artikel war so provozierend für mich. Ich habe den irgendwie wieder auch von verschiedenen Seiten aus zugeschickt bekommen, dass ich so in meinem Ärger, wie ich war, provoziert, einen entsprechenden Gegenartikel schrieb an den Verlag der Zeitung. Und die Zeitung, die wusste wohl nicht recht, was sie machen sollte. Auf der anderen Seite war es doch ein renommierter Linguist, der den Artikel geschrieben hat. Und auf der anderen Seite griff ich ihn dermaßen an und belegte auch die Dummheit dieses Professors und griff die Redaktion an,
dass sie einem solchen Laien in dieser Frage eben das Wort erteilt und griff auch praktisch die Universität an, was sie da für einen komischen Linguisten angestellt hat. So, das war so provozierend wieder für die Zeitung, dass sie meinen Artikel an das Politbüro schickte. Und sie erwarteten sicher, dass die Partei mir ein Parteiverfahren anhängen wird. Es kam aber nicht so, sondern die Partei antwortete der Redaktion, die soll die Sache auf sich berufen lassen, es wird sich da bald etwas ändern. Und das war nun Ende 1964. Dann vergingen eigentlich wenige Tage, wenige Wochen und die Partei hatte entschieden, die Esperantisten finden im Kulturbund eine Heimat. Vorher muss ich noch berichten, dass ich mit Karl Mayer, einem prominenten Berliner Esperantisten, der sich auch vor nichts scheute, gemeinsam im Ministerium war für Volksbildung. Das Ministerium für Volksbildung war ja in der Zeit schriftführend für die Begegnung gegen Esperanto. Ich muss noch weiter zurückgreifen. Vorher schon war ich mit meiner Frau, mit Alice, in der Volksbildung. Ich weiß nicht mehr genau aus welchem konkreten Anlass, aber es ging auch um Esperanto. Und Frau Thorhorst, Abteilungsleiterin, die wollte uns überreden, nun aufzuhören mit Esperanto und unseren Mitstreitern im Ausland nahezulegen, auf Französisch und Englisch überzugehen, um auf der Grundlage dieser Sprache weiterzuarbeiten. Und da sagte ich, und nun soll ich den Genossen schreiben, dass es uns verboten ist, in Esperanto weiterzumachen. Nein, das darfst du nicht, das musst du natürlich irgendwie diplomatisch anfangen. Und ich sagte so, ich soll meine Genossen also belügen. Und das werde ich wohl nicht machen. Und sie sagte, das ist Parteibefehl. Ich habe die Order der Partei, das zu unterbinden und das ist ein Parteiauftrag, das musst du. So ein paar Wochen später traf ich wieder die Genossen Thorhorst beim Deutschen Friedensrat, dem wir beide angehörten und sie kam auf mich zu, lächelnd und freudig und fragte, so, na, wie geht's denn bei euch? Ich sagte, es geht immer so weiter, nicht wahr? Und, naja, darauf konnte nun wieder nichts antworten. Also war es wichtig, sich einfach nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, ne, an dieser Stelle? Nein, nein. Auch nicht viel früher mal. Da hatte hier die Parteileitung des Kreises die Staatssicherheit aufgefordert, bei mir eine Hausführung durchzuführen. So, und da hatte ich nun den Besuch von einem Genossen von der Staatssicherheit und mit dem habe ich mich gründlich ausgesprochen. Und zum Schluss hat er dann gesagt, ich werde nichts beschlagnahmen bei dir, aber wenn du mir etwas mitgeben würdest für meinen Bericht, dann wäre ich dir sehr dankbar. So, und dann habe ich ihm einige Dinge mitgenommen und nach einigen Wochen teilte er mir mit, dass bei Ludwig Schödel nichts zu beschlagnahmen ist, dass bei Ludwig Schödel nichts zu behindern ist,
in seiner Arbeit.